Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Angmar. Ach, ist das schön und wir sind voll am Verkacken. So, bei mir ist jetzt 8 Uhr noch was. Ich bin also ziemlich früh heute aufgestanden, weil mich eine Mücke schon wieder geweckt hat. Diese Drecksviecher sind echt nervig. Und ja, wir haben noch so 3 Territorien hier, ne? Der Rest, er schaut so zum Kotzen aus. Ich weiß aber nicht, eventuell, kann ich mit Valda hier durchpreschen, kam mir gerade die Idee, und hier diese 4, 5, 10 sollte auch gelernt sein, ne? Als YouTuber ist das nie schlecht. Diese 5 Ländereien einnehmen und dann die Zwerge vernichten. Das könnte mir extrem helfen. Aber bis dahin muss ich halt durchhalten und das wird verflucht schwer, wenn ich gucke, was hier alles auf mich reingeballert wird. Und ich habe ja bloß Rogasch, ein paar von diesen Blödköpfen hier, 2 Katapulte und noch ein paar Blödköpfe mit einer Festung. Das schaut nicht wirklich gut aus. Und ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt halten kann. Weil die Festung ist okay, aber richtig stark würde ich sie jetzt nicht bezeichnen. Also beim besten Willen nicht. Keine Chance. Und von dem her, weiß nicht. Aber wie gesagt, wenn ich die Zwerge da hinten plätten kann, dann täte das zumindest schon mal helfen, ne? Ich muss jetzt hier ein bisschen strategisch spielen. An die Arbeit, oder ich werfe euch den Wölfen vor. Ach ja, M für Mühle. M für Mühle. So. Zum Glück kann ich ausbilden. Und zum Glück kosten die Viecher nichts, die Blödköpfe da. Ungezähmter Verbündeter brauche ich nicht. Ich glaube, ich nehme wirklich die Lawine. Und na, jetzt warte mal, das machen wir jetzt klug. Also der Kriegsgesang ist nicht schlecht, ne? Das ist klar. Aber ich glaube, ich mache das lieber so. Ja, damit ich dem Gegner wirklich eins auf die Mütze geben kann. So, T ist der Hotkey für den ganzen Mist. Dann gehen wir jetzt dahin. Sag mal, was soll denn das? Ich dachte, ich hätte hier ein paar Leute. Ach so, ja, die ganzen Zuchtmeister. Dann machen wir jetzt einfach mal ganz viele Axtträger. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So. Die sind gestorben. Ja, gut. Das ist super. Da können wir gleich an. Vielleicht kriegen wir sogar den Baumeister, wenn ich ein bisschen Glück habe. Nee, okay. Dann lassen wir das so. Da hat's Halbtroll-Plünderer. Die kann ich mir nicht holen. Aber du könntest mal da reinspringen. So. Und dann kämpft ihr da. Ihr nehmt das ein. Deutlich mehr Schaden, bessere Rüstung. Das aktivieren wir jetzt mal gleich. Und dann, was ist denn die Halle des... Oh, K ist ja auch mal ein ganz bescheidener Hotkey. Naja, gut, okay. So. Die leben dann noch. Da bilden wir noch mehr aus. Da müssen wir nämlich durchhalten hier. Könnt ihr hier... Helft's doch mal. Hier den Leuten. Da war irgendwo ein Baumeister. Ich finde ihn nicht mehr. Wie wäre es, wenn ihr das mal einnehmen würdet? Ah, oh, das schaut nicht so gut aus. Aber der Rogasch macht hier ganz guten Schaden. Also hier drüben scheine ich zu gewinnen. Oh, das ist böse. Oh, ein Troll, ein Troll, ein Troll, ein Troll. Gib her, gib her, gib her. Lauf, 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 gib her, gib her. Gib doch den Troll her, gib doch den Troll her. Gehört uns das wieder? Sehr schön. So. Dann bild mal hier noch aus. Gib mir doch endlich den Blödtroll. Danke. So, sehr schön. Jetzt muss ich nur noch da drüben das Ding einnehmen. Sind die da durchgebrochen? Ja, Mist. Misty, Misty, Mist, Mist, Mist. Ja, die Faust Angmas. Das Problem ist, die Faust Angmas ist ziemlich schwach, wenn ich das mal so sagen darf.
Wo sind meine Katapulte? Sind auch alle zerstört worden, oder? Wie wär's denn, wenn wir jetzt hier so angreifen? Komm schon. Okay. Und noch steht so ein bisschen was von der Festung. Hier war irgendwo so ein Baumeister. Oh ja. Oh ja, Orks rufen. Sehr gut. Das kann helfen. Dann machen wir hier nochmal den Mist. Den Mist. Haut's hier mal alles in Schutt und Asche. Wo ist denn der Rogasch? Kann noch nicht springen. Der kann aber hier Schaden machen. Haut's da mal drauf. Neue Halle der Könige. Das da. Die können angreifen gehen. Ich bin jetzt wirklich nur am Spammen. So viele APM. Ah, sehr schön. Wenn der da reinkommt und dann stirbt, das ist schon mal sehr hilfreich. Hilfreich. Geh mal dahin. Mach mal da Sprung. Sprung, Sprung, Sprung. Kaserne vernichten. Dahin, dahin. So, das müsste helfen. Da angreifen. Das wenigstens ein Gasthaus sollte leben. Könntet ihr diesen Troll mal bitte vernichten? Das wäre super hilfreich. Ah ja, da hat er eine Mine gebaut. Das können wir auch zerstören. So, das haben wir vernichtet. Haut's mal den Baumeister tot. Okay. Wenigstens den Troll haben wir noch. Damit machen wir auch das Gebäude zerstören. Ah, guckt's mal. Wir haben da hinten hilfreichen Kram. Ja, nämlich diese Leuchtfeuer, die sind super. Ein Feind ist vernichtet. Das Ding müssen wir wieder einnehmen. Ein Feind wurde zerstört. Oh, das sieht gut aus. Okay, dann können wir ja jetzt die Dinger hier ausbauen. Wo sind denn die? Genau. Perfekt, dann können wir uns das Gasthaus wiederholen. Und vielleicht habe ich dann jetzt die Chance. Vielleicht zerstören wir dieses Gebäude hier. Das wäre hilfreich. So, da ist ein Dummel, dein Waldläufer. Das holen wir uns wieder. Das wird zerstört. Ja, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Dann machen wir hier das Türsche auf. Sehr schön. Ja, ja, die bauen wir sogar noch größer, die Hallen der Könige. Oder des Königs, oder whatever. Weil ich will wieder die Numenor-Bogenschützen haben. Da habe ich nämlich einige verloren. Die sind Stufe 5. Tötet das mal. Sehr schön. Ah ja, eine Festung, die Zwerge. So, das gehört uns. Dann können wir das... Aha, das fehlt uns. Lawine könnte auch helfen. Noch mehr Orks rausholen. Bum, 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 bum. Eisland. Die Leute durch die Gegend schubsen und dann... Gollum ist tot. Jetzt gehört Gollum uns. Du haust mal ab. Das wird erweitert. Und dann brauche ich noch eine Dunkelstahlschmiede. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Die ganz bösen Leute. Ja, aber das passt schon. Komm, das Ding zerstört er. Das Ding zerstört er. Den Ring, den behalten die eh, ne? Das kann der voll vergessen. Gibt's gar nichts hier. So, schwarze Waldläufer. Selbst wenn sie nicht die Eispfeile haben, sind sie auf Stufe 2 äußerst nützlich zur Verteidigung mit dem Pfeilhagel. Und genau das ist die Taktik, die ich jetzt hier haben will. Oder die Möglichkeit, sagen wir. Ah, die Katapulte leben noch. Guckt's mal an. Die Katapulte leben noch. Das ist ja super. Dann bauen wir hier noch so ein paar Blödköpfe. Und... Ja, dann sind wir jetzt schon ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Alter, sind ja nur noch die Zwerge da, ne? Ja, sehr schön, sehr schön. Das haben wir ja super verteidigt hier. So, mehr Mühlchen. Mühlen sind auch immer nice. Du stark. Zorn des Nordens. Ja gut, deutlich mehr Schaden, bessere Rüstung. Das ist schon ganz gut, Alter.
Und ihr kommt mal bitte daher in die Mitte. Und dann kann der Typ da so rumhüpfen. Trifft zwar nichts, aber ist auch voll egal. So. Ah, er gibt auf. Schade. Aber wir haben zumindest verteidigt. Und ein paar Bogenschützen Stufe 5 sind noch da. Hier Stufe 4. Also ein bisschen was hat überlebt. Ja, das ist okay. Es ist okay. Wir haben verteidigt. Das war das Wichtigste. Ich muss es nur irgendwie schaffen, aus Helms Klammer rauszukommen. Das ist ganz wichtig. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, wie gut wir da verteidigt haben. Okay, der Hexenkönig ist wieder zurück. Dem können wir auch noch gleich Truppen hingeben. Obwohl, vielleicht mache ich das gar nicht. Das ist jetzt die ganz große Frage. Ich glaube, ich gehe... Nee. Wenn ich dem Truppen gebe, habe ich hier weniger zum Verteidigen. Ich versuche hier einfach einen Ausfall zu machen. Und dem Walda... Ja doch, der kriegt hier die ganzen Leute. Waldläuferhorde, Waldläuferhorde, Waldläuferhorde. Ja, ist egal. Kann er gut gebrauchen und dann greifen wir da an. Weil Helms Klamm kann ich auch ohne Helden ziemlich gut verteidigen. Sollte ich. Sollte ich. Warte, vielleicht... Vielleicht lasse ich die Bogenschützen doch lieber da. Ach, geht gar nicht. Ah, guck, perfekt. Dann ist ja super. Okay. Dann lassen wir das genauso, wie es ist. Der Hexenkönig da, Rogasch, blub. Ja, mehr kann ich nicht machen, ne? Soll ich dem irgendwas geben? Na. Ja, gut. Die überrennen mich hier wieder komplett. Da müssen wir kämpfen. Das sollte er aufgeben. Oh Gott, die KI ist so dämlich. Aber okay. Ich nutze... Na, da renne ich jetzt einfach raus und töte alles. Da brauche ich jetzt nicht groß rummachen. Der hat einen Katapult und einen Helden. Achso, ist nicht schlecht, aber... Ja, gegen so viele ausgerüstete Bogenschützen macht er nichts. Nee. Da rennen wir jetzt einfach raus. Bauen hier... eine Halle. So, bauen wir noch eine Mühle. Bauen wir noch das Ding. Und dann nehmen wir wieder das gleiche Setup, wie wir vorhin hatten. Das hat nämlich ganz gut funktioniert. Türsche ist offen. Sehr schön. Sehr schön. Und dann... Ja, gut, nee. Also das... Ich glaube, er hat den Katapult oder so. Das ist ja ziemlich voll egal. Also wir gehen... hier hin, dann in Position und dann... Da mache ich jetzt nicht lang rum. Das lohnt sich einfach nicht, da jetzt groß irgendwie Zeugs zu machen. Da bauen wir jetzt einfach überall hier schön die Teile auf. Ja, und dann bauen wir und machen Mastwaldläufer zur Verteidigung. Die bösen schwarzen Waldläufer, Bannerträger, da schwarze Waldläufer. Und dann passt das schon, das ist dann kein Ding. Da liegt ein totes Pferd. Ist aber noch sehr gut erhalten, also man könnte es noch essen. Ist zwar ein bisschen nass, aber wer weiß. So, dann gleich wieder. Und dann greifen wir an. So. Da hat der Feind ein paar Bogenschützen. Oh nein. Ja, die sterben halt, die werden halt gewonshottet. Schaut sich das an, der Baumeister ist auch tot. Das da ist allerdings böse. Also da müssen wir gucken. Wie wär's? Ist der Arsch auch bereits tot? Wattenschwächling. Ja, das war's halt. Also, ne? War jetzt keine große, gefährliche... irgendwie... Bildet ein bisschen blöd aus. Upsi. Das wollte ich gar nicht drücken. So. Alles, was da rauskommt, stirbt. Ich verklick mich die ganze Zeit. So. Ja, und das war's, oder? Gewonnen. Ja, also. Easy Verteidigung. Helms Klamm ist sicher. Ich speichere jetzt aber ganz kurz ab. Weil die letzte Schlacht in Fornos will ich nicht nochmal schlagen müssen. Das kann nämlich sehr schnell sehr schief gehen. Also ganz kurz, nur zur Sicherheit. Hier
Kurz abspeichern. Bam, bam, bam. Dann gehen wir hier hin. Gegen drei Leute. Wird nicht einfach. Wird nicht einfach. Aber. Oh, vor allem, weil es dieses kleine. Das ist Pforte von Rohan, glaube ich, ist das. Aber da gibt es eine Menge zum Einnehmen. Ich sollte mich allerdings eher darauf konzentrieren, Zeugs, einen Gegner zu vernichten, glaube ich. Das ist wichtiger. Wie wäre es, wenn du weniger im Blut baden würdest? Ne? Ah ja, nicht die Punkte vergessen, die sind auch sehr wichtig. So, und wo ist jetzt der Gegner? Also den muss ich jetzt finden. Oh mein Gott. Wo ist der Gegner? So, die können weg. Okay. Ah ne, das brauchen wir jetzt nicht. Da muss doch irgendwo ein Held sein vom Gegner, oder? Oh ja, da ist ein ganz böser Troll. Ach, der stirbt schon. Oh, die Katapulte, die müssen weg. Das ist wichtig, die Katapulte müssen weg. Nee, 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 nee. Wenn der hier Zeugs hat, dann vernichtet es das doch am besten. Die kommen da rein. Oh, der hat so viel Zeugs. Was geht denn jetzt ab? Achso. Das tut so weh. Schaut jetzt ziemlich böse aus, wenn ich mal so ehrlich bin. Der kommt zurück. Tötet's doch den Mist. Oh oh. Wow, 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 wow. Was geht denn ab jetzt hier? Wow. Der darf nicht sterben. Der darf nicht sterben. Wenn der stirbt, habe ich ein Riesenproblem. Also ein Riesenproblem. Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Meine Fresse. Ah, ich dachte schon, der wäre jetzt gestorben. Aber wahrscheinlich stirbt er gleich. Ich weiß nicht, wie ich das verteidigen soll. Am besten will nicht. Teuer. Also ich komme aus Helms Klamm derzeit nicht raus. Das ist ein Riesenproblem. Dass ich da nicht rauskomme, ist wirklich ein Riesenproblem. Wo ist ein Walder? Was macht der eigentlich? Oh mein Gott. Ja, eine Festung kann ich halt auch nirgends hinbauen. Passt halt nirgends hin, ne? Die werden wahrscheinlich da nicht rechtzeitig reinkommen. Leider. Na gut, vielleicht schon. Wer weiß. Aber das schaut echt bitter aus. Wo bist du denn? Ruf doch ein paar Leute her. Was die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Sie haben unser Gebäude genommen. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Lass keinen entkommen. Also, dass der die Reichweite so klein hat, ist echt nervig. So. Wenigstens lebt mein Magier noch. Und ich habe da Bogenschützen drin und da Bogenschützen drin. Vielleicht können wir das noch irgendwie verteidigen, aber es schaut echt sehr böse aus. Das können wir uns noch holen. Das brauche ich auch unbedingt. Das bauen wir schön wieder auf. Hat er überhaupt getroffen? Ja, gut.
Okay. Wir werfen den Westen nieder. Unsere Gebäude werden angegriffen. Sie zerstören unsere Mühle. Ruhe, ihr Maben. Greift an, ihr Hunde. Werft sie nieder. Okay, der schießt. Das passt. Ich glaube, der Walder schafft da allein nicht viel. Ah, Mist. Jetzt ist ein Baumeister gestorben. Ja, nee, da oben. Boah, da kommt so viel Zeug. Unglaublich. Nee, weh, weh, weh. Nicht T. Falscher Hotkey. Der nimmt es jetzt nicht ernsthaft ein. Nee, der stirbt, das schaut ganz böse aus. Da schaffe ich nix. Da muss ich tatsächlich zurück nach Helms Klamm gehen. Und das irgendwie wieder alles aufbauen, neu beleben und nochmal probieren. Das ist zu viel Stuff. Ich hätte am Anfang einen Gegner vernichten müssen. Habe ich nicht geschafft. Und dann auch eine ziemlich miese Spawning-Position. Da geht nichts. Schade. Sehr schade. Aber na gut, ist halt wirklich schwierig, ne? Also schon knackig. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.